Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um meine Top 3 Sneaker. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute habe ich euch meine Top 3 Sneaker mitgebracht. Und zwar die aktuell in meiner Sneaker Rotation daily am Start sind, die ich eigentlich so am Moment einfach am liebsten trage. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, welche eure Top 3 Sneaker sind, was ihr gerne trägt, was ihr auch von meinen Schuhen haltet. Also guckt euch das Ganze auf jeden Fall an. Ich bin mega gespannt und ich hätte auch niemals gedacht, dass diese Schuhe dabei rauskommen. Aber so ist gerade einfach aktuell der Stand der Dinge. Die Schuhe kann man alle super cool kombinieren, sind auch teilweise mega gehypt. Und ich will gar nicht lange drum herum reden. Wir schauen uns die einfach mal an mit Schuh und fangen an mit Schuh Nummer 1. Los geht's. So Leute, Schuh Nummer 1. New Balance 550 in der Kollabo mit Aimé Leon d'Or. Ich habe mir den Schuh damals kaufen können bei dem Giveaway und gerade aktuell ist das wirklich noch einer meiner Lieblingsschuhe. Ich trage ihn schon häufig, aber ich könnte ihn rein theoretisch noch viel häufiger tragen. Er ist mir aber ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig, den zu kombinieren. Trotzdem finde ich den extrem nice und ich muss sagen, ich bin mega happy, den gekauft zu haben. Es gab den damals in 4 Colorways, soweit ich weiß, in diesem Cremefarben mit kombiniert mit Grün, mit Grau, mit Rot und ich glaube sogar noch mit Blau. Nagelt mich aber jetzt hier nicht fest. Und ich habe halt eben den Grauen mir damals kaufen können. Ich habe hab den Schuh auf der Seite selber an einem Gewinnspiel daran teilgenommen und habe ihn mir glücklicherweise kaufen können, weil er mir extrem gut gefallen hat und weil er mich so ein bisschen an den Louis Vuitton Trainer erinnert, Sneaker. Und ich auf gar keinen Fall dafür bereit bin, so viel Kohle auszugeben. Deswegen hat er mir sehr gut gefallen und ich muss sagen, ich bereue es kein Stück, den Schuh damals gekauft zu haben. Und wie gesagt, er ist immer noch in meiner Daily Sneaker Rotation am Start. Schuh Nummer 1, New Balance 550. So Leute, kommen wir zu Schuh Nummer 2. Und Schuh Nummer 2 ist der Jordan 1 Low in dem Neutral Grey. Ich muss sagen, ich habe den damals vor circa 2 Jahren in einem Video erwähnt und zwar in meinen 10 Grails. Und den konnte man letztes Jahr wieder kaufen. Und ich habe da einfach mal zugeschlagen und ich muss sagen, ich bin mega happy damit. Ist auf gar keinen Fall ein gehypter Schuh, unterscheidet sich riesig von dem anderen, von den anderen Jordan 1 Low, die man heutzutage kaufen kann. Von der Passform, vom Schnitt her, Zunge etc. Ich kann da gerne mal irgendwie ein paar Details, vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video. Aber ich sag mal, ist einfach ein ganz anderer Schuh, hat ein bisschen mehr diesen Oldschool-Schnitt und gefällt mir einfach super gut. Schön hochwertig, super bequem und gerade dieser Colorway, das Weiß zusammen mit dem Grau, gefällt mir extrem gut. Und ich muss sagen, ich bin mega happy, den gekauft zu haben. Ich hatte damals in meinen Grails drin und da kostete der damals auf StockX weit über 1000 Euro. Heutzutage, wenn ihr euch den kaufen wollt, ich glaube, die haben heutzutage keinen riesen Reseller-Aufschlag drauf. Gehen wir zu der High-Top-Variante beim Jordan 1. Aber ich bin einfach nicht so der riesen High-Top-Fan und ich muss sagen, den hier kann ich auch easier zu Sachen kombinieren, wohingegen der High-Top ein bisschen mehr in die streetige Richtung geht und das hier auch super kombinierbar ist zu so neutraleren Sachen, bin ich einfach mehr der Fan von der Low-Top-Variante. Und ja, ich weiß nicht, ich denke, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber bei mir einfach unter meinen Top 3 Sneakern einfach aktuell dabei. Ich habe mich bewusst dafür entschieden und nicht zu einem Nike Dunk, obwohl ich auch sehr, sehr viele Nike Dunk Modelle habe und sage, hey, das ist ein super geiler Schuh. Wenn es jetzt um meine Top 5 gehen würde, wäre der Nike Dunk mit Sicherheit dabei. Aber in dem Fall ist mein Top 3 einfach der Jordan 1 Low in der Neutral Grey Variante mit am Start und nicht der Nike Dunk. Deswegen. So Leute, nun kommen wir zu Schuh Nummer 3. Und Schuh Nummer 3 ist etwas, was bei mir auch relativ neu noch im Schuhschrank angekommen ist. Und zwar ist das ein New Balance 992 in diesem grauen Colorway. Diese ganzen Dead Sneaker von New Balance sind extrem gehypt, gerade aktuell kann man super cool kombinieren, hat einen sehr, sehr vielseitigen Stil, wo man das Ganze einfach zu anziehen kann und vor allen Dingen dieser graue Colorway ist einfach, die sind einfach super schnell ausverkauft und vom Komfortlevel einfach extrem oben. Also ich glaube, ich habe keinen komfortableren Schuh als den hier aktuell. Ich bin mega happy damit. Ich hätte vor gar nicht allzu langer Zeit auch mit Sicherheit gesagt, nee, sowas würde ich mir niemals kaufen, aber das ist halt der Zahn der Zeit. Geschmäcker ändern sich, Stilrichtungen ändern sich und man wird daily inspiriert von Leuten, daily inspiriert von Stilrichtungen etc., von Trends. Und wie gesagt, ich habe euch schon oft gesagt, ihr müsst nicht auf jeden Trend aufspringen, aber in dem Fall hat er mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich habe es keineswegs bereut, mir den Schuh besorgt zu haben. Dementsprechend, das hier ist mein Schuh Nummer 3. New Balance 992 in diesem grauen Colorway, wirklich sehr, sehr nice und ja, und das waren meine Top 3 Sneaker.
Wie gesagt, Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Welchen Schuh würdet ihr euch gönnen? Welchen Schuh fehlt noch auf eurer Liste? Welcher Schuh feiert ihr? Also dementsprechend lasst gerne ein Feedback da. Ich würde mich natürlich auch wie immer über ein Abo und ein Like freuen. Dementsprechend war es das an der Stelle. Das sind meine drei Top-Sneaker aktuell. Schön, dass ihr am Start wart. Peace, Leute. Ciao.